Ja, aber ich muss doch die Miete bezahlen. Ich muss ja, ich sage ja nur, wie es ist. Wenn jemand das wirklich will, werden sich die Umstände einstellen. Er kann in ein Sango gehen. Oder zu uns auf Facebook oder auch in der Stadt des Lichts. Oder der Webseite allereligionenvereint.com. Kann er sangomäßig sich interessieren. Das heißt, meditieren und nichts mehr wollen. Ich sage immer mindestens einmal am Tag eine halbe Stunde mal nichts wollen. Fällt den meisten ganz schwer. Die lenken sich einfach nur ab. Von der Last des Tages gucken sie abends Fernsehen, laden sich da wieder einen Mist auf und ein bisschen waren sie abgelenkt und schon wieder rein in den neuen Strudel. Gut. Ich sage nicht, dass man etwas tun soll, wirklich. Ich biete nur an, entweder wiederkommen oder nicht. Wenn wir wiederkommen wollen, sollten wir uns zumindest mit der Lehre befassen und dann wirklich nur das Wollen aufklären wollen, die Lehre verbreiten. Das alte Karma, meine Lieben, da gehen wir jetzt wieder in Detail. Das alte Karma kann man nicht einfach wegputzen. Ich kann nicht sagen, von jetzt an bin ich gut und das andere war nicht. Vergangene Leben, ach, da gehen wir jetzt. Jetzt an bin ich gut, Gott sei Dank, ich bin entronnen. Meine Lieben, extreme Beispiele erklären immer besser, was los ist. Eine fromme Nonne im afrikanischen Dschungel, die hat nie irgendeinen bösen Gedanken gehabt in ihrem ganzen Leben. Die lebt keusch, hat keinen Sex, nichts, gar nichts. Ist einmal am Tag, ist ganz dünne gewesen, kümmert sich um die kranken Kinder mit AIDS und so weiter. Am Schluss wird sie durch eine Nadel auch noch selber, bekommt sie AIDS, aber das sieht sie noch als Gnade Gottes. Und dabei ist es Karma nebenbei. Also eine Frau, die eigentlich nur für andere da war, die hat an sich nicht eine Sekunde gedacht, sozusagen. Zum Schluss, nachdem sie dann auch noch AIDS hat, wird sie vergewaltigt von 20 Rebellen. Dann braten die lebendig am Feuer, zerstückeln sie und essen sie auf. Ich frage euch, meine Lieben, macht das der liebe Gott? Da haben wir ein Beispiel von Karma, das dieser Mensch auslebt und ausgelebt hat, ausleben musste. Wer weiß, was diese gute Frau im vergangenen Leben getan hat. Aber sie hat so viel gutes, neues Karma aktiviert. Der Buddha sagt, und wenn euch einer mit einer Baumsäge Arme und Beine abtrennt und ihr beschwert euch, dann folgt ihr nicht meiner Lehre. Das ist natürlich, meine Lieben, das kann man nur jemandem wirklich begreifen machen, der Sango macht, der also völlig die Welt loslässt. Der weiß, ich bin nicht der Körper, ich habe nur einen. Der Körper ist das Resultat meiner Inkarnationen, meines Verlangens. Wenn ich mich davon löse, ich benutze den Körper nur, um mich davon zu lösen. Und ich selber bin davon nicht berührt, dann ist der Körper also Anatta. Jetzt bin ich schon wieder sehr weit ins Detail gegangen und komme wieder zurück zur einfachen Aussage. Alles, was dir geschieht, ist von dir verursacht. Alles. Kein Mückenstich, den du bekommst, ist nicht deine Schuld. Und wenn du über einen kleinen Zeh stolperst, und wenn jemand nachts kommt und dir eine Flasche über den Kopf haut, alles ist selbst verursacht. Meine Lieben, das ist natürlich nicht für alle diese Lehre, dieses Gesetz. Selbstverständlich ist es für alle, ob die es nun akzeptieren oder nicht. Ist das Gesetz von Karma und Reinkarnation. Wiederum kommen neue Fragen auf. Ja, wenn das so ist, oh mein Gott, wie ist es mit dem Holocaust? Ja, und da kommen wir in tiefes Fahrwasser. Da müssen wir aufpassen. Erstens mal will ich nicht, dass ihr ins Gefängnis kommt, denn es ist verboten, den Holocaust irgendwie zu verniedlichen oder irgendetwas. Darum sage ich euch jetzt, warnend. Und ich füge hinzu, dass die jüdische Kabbala Karma und Reinkarnation lehrt. Die jüdische Kabbala lehrt das Gesetz der Wiedergeburt. Ja, keine Frage. Ja? Aber wenn ein paar Missliebige, die euch Böses tun wollen, dann vielleicht sagen, ja, wenn alles selbst verursacht ist, dann haben die das selbst verursacht, den Holocaust, da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr sagen, aufgrund der jüdischen Kabbala, jüdische Lehre, die Karma und Reinkarnation lehrt, ist alles selbst verursacht. Aufgrund der buddhistischen Lehre ist alles selbst verursacht, was einem geschieht.
lasst euch nicht tiefer in eine solche Debatte reinziehen. Die werden dann fragen, ja, glaubst du denn das auch und so weiter, bloß nicht weiterreden. Sagen, laut jüdischer Lehre ist alles, was dir geschieht, selbst verursacht. Laut buddhistischer Lehre ist alles, was dir geschieht, selbst verursacht. Laut Buch des Lichts Lehre ist alles, was dir geschieht, selbst verursacht. So lernt der Mensch. Leben für Leben. Meine Lieben, und wieder wirft es 1000 Fragen auf. Und darum, wenn man mit dem Wissensstand, den ich euch jetzt, falls jemand von euch noch nie etwas gehört hat davon, wenn ihr da stecken bleibt und sagt, ach, das war's jetzt, so, das höre ich mir jetzt ein paar Mal an, und dann kann ich die Fragen stellen, das ist Unsinn. Das war nur ein Hinweis, eine Andeutung, ein Ausschnitt aus der Lehre, die wiederum in dem gesamten Satz ihre Wirksamkeit hat. Alles, was dir geschieht, ist von dir verursacht. Ich hatte vorhin gesagt, am Anfang, alles, was wir wollen, ist von uns verursacht. Das stimmt auch. Denn wenn wir das Falsche wollen, dann kriegen wir es erstmal, aber wir müssen dann natürlich auch die Nachwirkungen des Falschen, des Bösen, des, was immer wir tun, erleben. Denn wie der Mensch sät, so muss er ernten. Steht schon in der Bibel. Noch anfügen Leben für Leben. Und das zu Recht, denn die Bibel hatte die Lehre der Reinkarnation. Die wurde entfernt. Was ich jetzt meine, meine Lieben, ist, das war nur mal ein Denkanstoß, den ich hier gebe. Wenn ihr das gehört habt, dann bitte ich euch, spart euch die Energie für Fragen, die völlig berechtigt sind, weil sie darauf basieren, dass ihr das ganze Gerüst noch nicht kennt. Befasst euch intensiv mit der Lehre von Karma und Reinkarnation und ich verspreche euch, alle Fragen sind beantwortet, sei es in der Sinn des Lebens Nirvana, sei es im Buch des Lichts, sei es in Seelenatemmeditation. Nun könnte wiederum jemand folgern aus dem, was ich gesagt habe, dass dann diejenigen, die leiden, dass die das ja verdient haben. Doch wunderbar. Sollen die doch ihr Karma ausleben? Danke, lieber Lanu, für die Erklärung. Meine Lieben, genau dieses falsche Verständnis der Lehre zwang ganz Indien in ein Kastensystem, fast bis heute, weil die Lehre des Buddha nach einer Weile verschwunden war, dann wieder entstand. Und da gibt es die Kasten der Paria, aber die Lehre von Karma und Reinkarnation hat überlebt, aber mit dem falschen Verständnis. Sodass diese Leute, nicht wirklich die Lehre kennend, gesagt haben, wunderbar, alles was dir geschieht, ist selbst verursacht, dann leb es auch aus. Was diese, und entschuldigt den harten Ausdruck, dummen Menschen nicht bedenken ist, wer so denkt, nicht verstehend die Lehre, der zieht wiederum auf sich das Karma der Mitleidlosigkeit. Der wird Leben erleben, nächste Inkarnation, in denen er leiden wird, und andere werden sagen, interessiert mich nicht, weil er hat die Aura der Mitleidlosigkeit, die hat er mit sich getragen und zieht genau diese Menschen karmisch an. Befasst euch ganz, ganz genau detailliert mit der Lehre, auf dass ihr nicht zu falschen Schlüssen kommt. Ich liebe euch alle, euer Lanu.